lieben Crazy Girls und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich weiß, der Hintergrund ist ziemlich kacklangweilig, aber ich bin im Urlaub, das heißt, ich habe keinen wirklichen coolen Hintergrund. Und da ich seit fast 2 Wochen kein Video mehr für euch gemacht habe, habe ich jetzt gedacht, ich muss wieder mal ein Video für euch machen, weil 2 Wochen ist doch schon eine etwas längere Zeit und ich habe mir eigentlich vorgenommen, etwas mehr Videos zu produzieren. Eigentlich hätte schon vor ein paar Tagen Rules are Rules, die 4. Folge, genau, rauskommen sollen, aber ich bin halt noch nicht fertig mit Drehen und mit Bearbeiten habe ich noch nicht mal angefangen. Also bitte vergebt mir und da ich im Moment eh im Urlaub bin, kann ich ja nichts drehen, weil ich habe nur dieses LPS dabei, also Avery. Und deswegen gibt es heute wieder mal ein ganz klassisches Video, Hust, Hust. Crazy kommentiert, crazy Kommentare, Hashtag 5. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Videos jetzt langsam etwas langweilig werden. Ich habe ja das erste Crazy Kommentiert, Crazy Kommentare vor etwas längerer Zeit hochgeladen. Vielleicht schon fast vor einem Jahr, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob die Videos jetzt langsam langweilig werden oder nicht. Und ich muss auch im Moment etwas besser gucken, auf welche, weil ich habe jetzt nicht so viele Kommentare. Deshalb muss ich schauen, ob ich irgendwelche guten Kommentare halt fürs Video finde. Weil die meisten sind dann so cool oder gutes Video oder schön. Und das würde dann irgendwann langweilig werden. Also muss ich erstmal schauen, aber ich habe jetzt doch noch ein paar gefunden und die wollte ich heute mit euch teilen und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Schreibt auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, ob ihr noch eine 6. Folge wollt oder ob euch lieber jetzt nicht so interessiert oder ob ich lieber andere Videos machen soll, außer jetzt eine Serie. Ich bin einen Kurzfilm am Planen, aber das könnte noch etwas dauern. Ach ja, und vorab tut es mir leid, dass die Kommentare mit so einer Art Foto gemacht sind. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Aber so kann ich halt die Kommentare besser einblenden. Und man sieht sich nicht irgendwie hier so an der Seite und das ist etwas blöder. Also so ist es etwas einfacher für mich. Also ich hoffe, es ist okay für euch, wenn es jetzt ein Foto einfach ist. Und also genau so meinte ich es. Der erste Kommentar ist von Barry Cherry LPS und zwar hat sie einfach geschrieben geil, also nicht wie man echt eigentlich geil schreibt, aber man schreibt sie manchmal so. Also, oh mein Gott, ich kann einfach so gar nicht kommentieren. Ja, egal. Und dann 2 Emojis und ich würde einfach sagen, danke. Der nächste ist von Narin Cat. Wow, ist das cool! Ganz viele Ausrufezeichen. Hab dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ich hab dich auch lieb. Also, ich hab alle von euch lieb. Also, der nächste ist von Snowpass. Oi. Hoffe ich jetzt. Ich hab's richtig gesagt. Egal. OMGGG. Das ist richtig gut. Perfekt. Oh mein Gott, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr müsst ja nicht unbedingt immer so kurze Kommentare schreiben, aber dieses cool und sowas nervt langsam mich persönlich, weil es einfach oldschool ist und einfach, keine Ahnung. Also sowas reicht doch einfach. Ihr müsst ja auch gar keine Kommentare schreiben, natürlich. Ich will euch nicht dazu zwingen. Aber sowas halt finde ich echt sweet und einfach lieb, weil, keine Ahnung, bei sowas sehe ich halt, ob es euch gefallen hat und einfach nicht so cool und ja. Aber ich schreibe auch selber solche Kommentare, also nehmt das nicht zu Herzen. Der nächste ist von LPS Sugar TV und sie ist wirklich schon bei so vielen Videos von Crazy Kommentare dabei gewesen. Ich glaube bei fast allen. Und das ist schon krass. Also Lob an dich, weil du viele meiner Videos kommentiert hast. Und es kann sein, dass ich irgendeinen Kommentar mal doppelt genommen habe, weil ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, welche Kommentare ich alle schon hatte. Also bitte nicht wundern, wenn ihr die jetzt irgendwie hintereinander guckt, die Folgen oder sowas. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, cooles Video, mit welcher App bearbeitest du deine Videos? Ausrufezeichen, Fragezeichen, Herz, rotes Herz, blaues Herz, grünes Herz, lilanes Herz und gelbes Herz. Erstmal vielen, vielen Dank und ich bearbeite mit, eigentlich steht es alles in der Infobox, aber da schauen wahrscheinlich die meisten nicht hin. Also für die genaueren Infos, was ich so benutze, steht alles immer in der Infobox. Also wenn ihr das wissen wollt, schaut am besten da vorbei. Aber ich sage es jetzt trotzdem. Und zwar benutze ich iMovie, VideoFX Live und VideoStar. Alle drei Sachen sind für Apple. Also ja.
Der nächste ist von Nini B. Nina B. Ja. Und diesen Kommentar habe ich wirklich rausgesucht, weil der einfach so, so, so lieb war. Den Thema wirklich. Als ich den gelesen habe, das allererste Mal, hatte ich mir so... hätte ich diese Person am liebsten umarmt, weil das ist total lieb. Und so hat sie geschrieben, du hast voll die schöne Stimme. Und ehrlich gesagt, ich finde nicht unbedingt, dass ich so eine schöne Stimme habe. Ich kenne Menschen, die haben eine viel, viel schönere Stimme, finde ich, ehrlich gesagt. Aber das ist total lieb von dir. Und ja, danke. Der nächste ist ein LPS-Staria. Und ich glaube, die war auch schon mal in meinem Crazy-Kommentare. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist mal der Wahnsinn. Herzchen, Herzchen-Augen-Smiley und... Es war die Augen sich zuhält? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Das ist total lieb von dir gewesen. Und ich wollte nochmal sagen, wer jetzt alles im Video war und der dieses Video gerade schaut, schreib es doch mal in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, wer von denen jetzt hier noch zuschaut. Ein paar Kommentare sind noch etwas neuer, wie der hier erst vor 3 Wochen. Aber ein paar von davor waren irgendwie 10 Monate oder sowas. Also mich würde es ehrlich gesagt ziemlich interessieren. Also wenn ihr gerade euren Kommentar im Video gesehen habt oder noch seht, dann schreibt es doch auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr das Video gerade schaut, weil das würde mich echt interessieren. Der nächste ist von LPS Cake TV oder TV. Das ist mal geil. Also das ist mal geil, meinte sie wahrscheinlich. Schau du mal bei mir vorbei. Also schaust du mal bei mir vorbei. Musst du nicht, aber ich gebe dir auf jeden Fall ein Abo. Und noch den Daumen nach oben, Smiley. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe dich abonniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon, ich habe dich abonniert. Und ja, ich finde deine Videos auch echt cool. Und ja. Der nächste ist ja fast schon ein Roman. Und zwar heißt der LPS Heartbeat Forever. Und der heißt LPS Heartbeat Forever. Da sieht man mal wieder, wie schlau ich bin. Der ist von LPS Heartbeat Forever. Sorry. Und zwar hat sie, geschrieben, hey, ich möchte dir einfach mal sagen, dass ich deine Videos so hart feier. Und ich es schade finde, dass du nicht viele Abonnenten hast. XD. Also erstmal einfach eiskalt. Ich finde es cool, ich finde es schade, dass du nicht so viele Abonnenten hast. Ich bin wirklich zufrieden mit meinen Abonnenten. Aber ich finde es trotzdem süß, dass du es gesagt hast. Und du inspirierst mich immer wieder aufs neue Herz. Großes Lob an dich. Oh mein Gott, das ist dieser Kommentar. Als ich den gesehen habe, dachte ich mir einfach so, den musst du mit reinnehmen. Hallo? Und das ist so, so, so lieb. Und danke, ich liebe deine Videos wirklich. Ich schaue sie mir so oft an. Du hast ja jetzt einen neuen Kanal. Wie heißt der? Oh mein Gott, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Tut mir wirklich leid. Du hast jetzt einen neuen Kanal. Und den habe ich auf jeden Fall auch abonniert. Und ich finde deine Videos einfach so, so, so cool. Und ja. Der nächste ist von Jon Snow. Wow, du bist perfekt. Wie viel Liebe du da reinbringst. Also auch hier danke, 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 danke. Der nächste ist von Princess Rihan Makale. Oder Mikkel. Oh mein Gott. Okay. Okay. At you Sally ng it. Was meinst du jetzt genau? Ich habe mir den Satz 10-mal durchgelesen, habe es immer nicht verstanden. Immer noch nicht verstanden. Ach so! Ach so, ach so, ich glaube, du meintest, are you selling it? Also, was auf Deutsch so viel heißt wie, wirst du es verkaufen? Ich werde meine LPS nicht verkaufen, ich bin nicht beknackt in meiner Birne. Also, here for you in English, Princess Siran Mikkel. I'm not selling my LPS because I like them and I'm not stupid. So, don't ask some things like this. Ich weiß, mein Englisch ist schlecht. Ha! Auf jeden Fall, keine Ahnung, wieso du das fragst. Wieso sie das fragt. Auf eine Rechtschreibung. Da bin ich ja sogar besser in Englisch. Und ich bin echt schlecht in Englisch. Mann, das ist so traurig. Tut mir leid. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Und zwar bist du, meine liebe Nini B. Nina B. Jetzt zum zweiten Mal sogar schon im Video mit deinem Kommentar. Und so hat sie geschrieben, wow, mega gut. Habe dir ein Abo da gelassen. Würde mich freuen, wenn du mir auch ein Abo da lässt. Habe ich gemacht, auf jeden Fall, weil... Pff, du bist aber so lieb und so nett.
und so hin, ne? Ja, ich bin wirklich ganz, ganz schlau. Ich wähle auch die ganze Zeit mit meinem FPS hier irgendwie rum in der Gegend. Hier eine Demonstration, was ich gerade hier eben die ganze Zeit gemacht habe, war irgendwie so. Ja, ganz schlau. Trotzdem danke. Der nächste ist von Monster Love Heart MH-EAH. Also Monster und Schrägstrich MH. Egal. Voll mega. Hab ein Abo da gelassen. Wäre cool, wenn du mal bei mir vorbeischauen würdest und ein Abo da lassen könntest. So. Das habe ich natürlich auch gemacht, weil deine Videos sind ehrlich gesagt ziemlich gut und ja, ich kann echt nicht kommentieren. Und zwar ist der nächste von Draculaura Girl und zwar schreibt sie Penerin. Also, ich glaube, du meintest Penerin. Auf jeden Fall schreibt man es nicht so, wie du es geschrieben hast. Also, ich glaube, ich bezweifle sogar, du weißt, was es heißt. Ja, also. Es ist wirklich sehr traurig, was ihr mit eurer Freizeit macht. So ein paar Leute von euch da draußen. Vielleicht bist du da gerade ein Hater und wenn du es bist, dann. Du bist traurig. Du hast einfach kein Leben. Und wirklich, kommt schon. Warum macht sowas? Ah! Also, ich würde sagen, wir werfen einen ganz kurzen Blick auf deinen Kanal, liebe Draculaura Girl, weil wenn du mich als Fanerin bezeichnest, dann müssten deine Videos oder dein Kanal müsste dann ja viel interessanter sein als meiner. Und deswegen schauen wir einfach mal vorbei. Das ist nun wirklich ganz toll. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Immerhin hast du es gemacht. Also ein Applaus. Ja, also ich würde sagen, bevor du solche Bemerkungen machst, such dir irgendein besseres Hobby. Das hat mir jetzt wieder den Rest gegeben. Das heißt, es war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Und bevor ich aber jetzt das Video beende, werde ich euch noch ganz kurz den crazysten Kommentar von allen zeigen. Und zwar ist das der von Princess Hirian Makal. Und zwar, are you selling it? Ja, also das ist wirklich, ja, also besser hätte ich es echt nicht hinkriegen können. Ja, das ist wirklich crazy. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier gerade mache. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wollt ihr jetzt noch ein nächstes Crazy-Kommentare oder eher nicht? Schreibt es mir in die Kommentare und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr in dem Video dabei wart und ob ihr es gerade noch schaut. Auch wenn euer Kommentar etwas älter ist. Das würde mich echt interessieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video und tschüss!